Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich werde heute mal für den Tag das Essen mit meiner Schwester switchen, also was wir den ganzen Tag über essen. Einfach weil wir es voll interessant fanden, also wie die andere zu essen. Dann werden wir euch einfach so zeigen, was wir halt jeweils dann essen und auch so, wie es uns damit geht und sowas. So, ich trinke jetzt erstmal hier ein lauwarmes Wasser. Ich denke normal immer kaltes, aber ja. Es wärmt den Magen auch für den Tag. Also ich habe hier jetzt schon Tofu reingemacht, dann nehme ich meistens den hier vom Rewe und dann kommt da noch ein bisschen Spinat rein und Tomaten und ein paar Gewürze. Dann esse ich normalerweise nicht nur das Tofu-Scramble, weil es füllt nicht so lange, sondern dazu gibt es dann Wraps. Manchmal mache ich mir auch Bagel oder so, aber meistens kommt irgendwas halt dazu. Dann kommt da ein bisschen Avocado und so veganer Frischkäse drauf. So, das hier ist jetzt das Essen für meine Schwester. Hier ist einmal das Rührei und da ist dann noch Avocado und Frischkäse halt drin und auch ein bisschen Rührei. Also das ist jetzt das Essen für Johanna. Also es ist nicht, was ich normalerweise esse. Normalerweise esse ich einfach nur einen Tofu-Scramble ohne irgendwas dazu. Aber sonntags ist Plini-Tag, also kriegt sie deftige Plinis. Ich ernähre mich auch nach meinem Zyklus, deshalb gibt es jetzt ein bisschen was Kohlenhydratlastiges am Morgen. Also das ist jetzt eine Mischung aus Boxhorn, Kleesamen, Fenchelsamen und Nelken. Und das trinke ich jeden Morgen, weil ich auf TikTok gesehen habe, dass die Hormone balancieren soll. Ich habe das aber nicht nachgeprüft, also. Aber ich trinke es jeden Morgen. Oh, ist extrem heiß. Dann kann ich vielleicht ein bisschen Wasser rein. Das ist ein bisschen Zedelrap. Echt? Man sieht nicht ganz weg. Wenn ich meinem Hirn versuche auszuschalten, dass da Zucker drin ist, dann schmeckt. Die schmecken auf jeden Fall viel frischer als die, die ich mir immer hole. Ich finde es eigentlich auch ganz geil mit dem Fellklacks drin. Wenn du die selbst machst, hast du keinen Zucker in den Raps. Ist viel gesünder. Ja, das stimmt. Dann guckst du mich jeden Morgen vor. Okay, also Fazit, ich fand es echt gut. Ich würde auf jeden Fall auch mal probieren, die selber zu machen, weil es halt ein bisschen gesünder ist. Und ich bin auf jeden Fall sehr, sehr voll jetzt. Also ich fand es eigentlich schon ganz gut. Ich bin ein bisschen picky beim Essen. Deshalb fand ich die Avocado-Frischkäse-Kombination schlimm. Und ich mag die Fertig-Wraps irgendwie nicht. Ich weiß nicht, die geben mir ein bisschen den Ick. Aber ich fand es trotzdem gut. Ich habe mir auf jeden Fall weniger vorgestellt, dass es mir schmeckt. Also nicht ganz so scheiße. Und es hat mich überrascht, dass das dann schon sehr erfüllend ist. Also ich bin jetzt aufgebläht und ich bin jetzt schon übersatt, weil ich das irgendwie bei dir nicht erwartet habe. Ich mag das nicht, wenn das Tofu-Scramble so ein bisschen trocken ist. Deshalb normalerweise macht der vielleicht so einen Schuss Milch ran oder ein bisschen mehr Öl oder so. Und ich würde es halt mit Kurkuma würzen. Aber ansonsten fand ich es ganz gut. Ich würde es mir jetzt nicht machen, aber... Okay, das will ich schon machen. Also jetzt mache ich den Matcha. Das ist das, was ich dafür immer benutze. Dann nehme ich dann immer so eine Teelöffelspitze, glaube ich. Ich weiß nicht, also ich mache das jetzt nicht so genau normal. Und dann Wasser, was schon ein bisschen abgekühlt ist, was aber gekocht wurde. Und ich kann es leider jetzt nicht richtig zubereiten, also... Also die Milch würde ich normalerweise benutzen, aber Johanna trinkt nur Hafermilch und wir haben gesagt, die Milch tauschen wir nicht. Deshalb mache ich ihr den Rest von der Milch und ein bisschen von der Milch rein. Dann mache ich auch immer ein bisschen Dattelsirup rein, weil ich versuche zwar da auf so Zucker und Zuckersatzmittel zu verzichten, wo ich es nicht brauche, das heißt in Fertigprodukten oder zum Beispiel in Wraps, weil da ja einfach kein Zucker rein muss. Aber ich mag meine Kaffeegetränke gerne süß und da verzichte ich nicht auf Zucker, weil es mir dann einfach ein bisschen die Lebensfreude nehmen würde. Ich mache da immer einfach so einen Schuss rein. Ich mag meine Sachen wirklich sehr süß, also
mein Matcha und mein Kaffee. Wenn ich ihn mir selbst mache und nicht draußen hole, dann mag ich ihn auch gerne lauwarm. Deshalb kommen da jetzt keine Eiswürfel mehr rein, sondern ist jetzt das fertige Getränk. Nee, der ist jetzt warm. Er ist lauwarm. Trinkst du ihn ohne Strohhalm? Ich versuch's, weil sonst könnte man diese Strohhalm falten. Strohhalm falten. Schmeckt gar nicht so schlecht. Obwohl da Süßungsmittel drin ist, ja. Das schmeckt man aber nicht so. Hat sich das im Boden abgesetzt? Oder? Nee, ich glaube nicht. Das schmeckt gar nicht so süß. Eigentlich ganz gut. Das ist vielleicht, weil der Matcha an sich voll bitter ist. Ohne das Ding. Ja, voll gut. Ist gut gemacht. Ich habe jetzt hier schon Kaffee reingefüllt. Dann nehme ich einfach immer so einen Pulverkaffee und mix den an mit so einem Stab. Und dann kommt einfach noch die Milch drauf. Kommen jetzt noch Pilze rein? Das sieht irgendwie richtig eklig aus. Der ist bitter und warm. Aber er ist jetzt nicht scheiße. Also, meine Schwester würde jetzt noch so einen Snack essen. Da ist Zimt und Zucker drin. Boah, finde ich eine richtig ungeile Kombination. Was ist da drin? Da sind irgendwelche Körner. Oh, warum Puderzucker? Du darfst sie nicht so essen, sonst fällt es unten raus. Das klebt total dran. Geil, das ist anderes, aber ist okay. Also ich habe es jetzt aufgegessen. Ich fand es halt wie gesagt sehr trocken und so, aber es war okay. Ich persönlich bin echt nicht so ein Fan von Snacks irgendwie. Also ich mag das nicht, weil ich habe da auch gar nicht so Hunger, so zwischen den Mahlzeiten meistens. Ja, aber ich fand's okay. Also sonntags brauche ich immer meine Reste auf und normalerweise würde ich jetzt kein Pesto an meine Bohnen machen. Aber ich will es aufbrauchen. Und dann würde ich das auch sonst machen. So, ich esse voll gerne Mittagssalate. Deswegen jetzt hier so ein Salat aus Spinat. Dann mache ich Tomaten rein. Gurke. Und ich mache so einen Hummus-Test. Und dann kommt auch noch Tofu rein. Also mittags geht es mir eigentlich nur darum, dass ich keinen Hunger mehr habe. Und meistens habe ich keine Zeit. Ich mag eigentlich keine Salate, aber es geht halt schnell und ist gesund, deshalb esse ich das immer. Also normalerweise würde ich da jetzt so ein Dressing dran machen und so. Und es halt noch würzen, aber das Pesto ist ja schon sehr gewürzt und da ist ja auch sehr viel Fett schon drin. Also mache ich jetzt hier nur noch so einen Kernemix ein bisschen rein. Und das war's auch schon. Jetzt ist das schon fertig. So, also das Essen von meiner Schwester ist jetzt auch fertig. Sieht so ungewürzt aus. Ich habe noch nie was ungewürzt. Nein, der Hummus ist ja, das ist ja die Soße. Aber ich habe eh noch mehr Hummus übrig, also da kann sie sich einfach nachmachen. Das mache ich auch immer, wenn die halt weg ist. Sieht aus, als hättest du einen Hummus-Eis dran gemacht. Nein, ich habe doch da gerade, hast du doch gesehen, ich habe den gewürzt. Ach, Natur riecht das. Ja, das ist ja auch sehr natürlich. Ja, aber man kann es ja auch würzen. Das ist doch Soße. Ja, du hast nicht so viel genommen. Ja, dann sollte ich, das ist doch extrem viel schon. Ja, okay, wenn es für dich passt. Ja, also ich finde es jetzt nicht schlecht, aber ich habe mir ein bisschen Gewürz gewünscht. Also der Hummus schmeckt auch eher nach Kichererbsen als nach irgendwas. Voll stark gewürzt, ne? Ja, da fehlt mir auch einfach so ein bisschen Öl, bin ich ganz ehrlich. Ich hab doch voll viel Öl rein. Da ist echt viel drin, vielleicht musst du das... Hast du Olivenöl oder hast du Sonnenblumen? Olivenöl. So, ich probiere jetzt auch mal. Ist nicht so stark gewürzt, dann würze ich es dir nach. Nee, es ist voll stark gewürzt eigentlich. Mhm. Also schmeckt nach diesem Pesto halt. Aber ich finde es eigentlich ganz gut. Ich glaube nur, dass ich danach voll müde bin, weil es so fetthaltig ist. Das macht mich immer voll träge. Ja, ich glaube, das Pesto würde ich auch unter der Woche nicht essen, aber am Sonntag schon, weil ich da eh so ein entspanntes Arbeiten will. Ich habe vergessen, dass ich auch immer noch Sesam reinmache, deswegen kommen da jetzt auch erstmal ein paar Körner drauf. So, ich habe jetzt aufgegessen. Ich muss sagen, ich bin gar nicht mal so voll. Also irgendwie so nach diesem Pfannkuchen und so heute Morgen und dann diesem Snack war ich sehr voll. Aber jetzt geht es irgendwie total. Also ich hatte jetzt auch ein bisschen Hunger wieder. Und es war jetzt schon gefüllt. Aber ich könnte jetzt auch noch irgendwas essen so. Aber also, ich bin gesättigt so. Ich habe jetzt nicht alles geschafft, aber ich denke, dass ich es vielleicht in so einer halben Stunde oder so fertig essen kann. Es ist jetzt gar nicht so, dass es so extrem schwer im Magen liegt. Aber mein Magen ist einfach voll. Und ich fand es auf jeden Fall sehr erfrischend. Sehr gut, vitalisieren. Für meinen Geschmack ist es halt ein bisschen zu ungewürzt und für mich ist es sehr schwer, was sehr Voluminöses, was jetzt nicht
sehr viel Geschmack hat zu essen, weil ich es halt einfach gewohnt bin mit viel so wirklich würzigen Gewürzen zu würzen. Ich bin momentan total obsessed mit Blutorangen, deswegen würde ich jetzt auch wieder eine essen. Aber die kriegt natürlich jetzt meine Schwester dann. Kriegt Anna jetzt das? Jetzt gebe ich einen Toddler, aber egal. Ich trinke nach meinem Mittagessen ganz oft gerne, weil ich relativ scharf esse und ich einfach das Gefühl habe, das tut meinem Magen sehr gut. So ein halbes Glas bis ganzes Glas. Hafermilch? Nee, Hafermilch nicht. Ich trinke immer Soja oder Kokos oder Mandel. Das ist nicht so gut. Ja, du willst unbedingt Hafer trinken. Hab die tatsächlich noch nie pur getrunken. Ich bin die jetzt zum ersten Mal geholt, aber die schmeckt irgendwie ganz geil. Wir waren jetzt noch draußen und waren in einem Café und so, haben uns da diese Kuchen geteilt, die ich gefilmt habe und hatten beide so ein Getränk noch. Und jetzt werden wir beide eine Banane snacken. Und meine Schwester isst voll oft auch so Nüsse. Deswegen esse ich ein paar Nüsse auch noch. Ich esse normalerweise keine Nüsse, weil ich mag Nüsse nicht so gern, außer halt so in Nussmus oder so Sachen. Genau. Also Johanna kriegt heute Abend so ein Linsencurry mit Reis und so ein bisschen Salat dazu. Und da habe ich jetzt, da kocht schon der Reis, den habe ich vorher gewaschen. Und hier sind auch schon die Linsen und Tomatenmark drin. Zwiebeln habe ich leider gerade keine frischen, deshalb nehme ich da einfach so ein Gewürzpulver dann mit Zwiebeln drin. Also jetzt ist da noch so eine halbe Dose cremige Kokosmilch drin. Und so ein halber Karton von diesen passierten Tomaten. An den Linsen war vorher natürlich auch schon Wasser, sonst wären die ja nicht so aufgegangen mittlerweile. Und ich habe da jetzt auch noch, also ich weiß nicht wie viel, einfach ein bisschen von diesem Tiefkühlgemüse reingeschmissen. Und das koche ich jetzt alles zusammen. Jetzt habe ich noch die Gewürze reingemacht. Da habe ich einmal so einen englischen Currymix genommen. Dann so ein bisschen Knoblauch, ein bisschen Paprika, Ingwer, so eine Tandoori-Mischung, weil da eben Zwiebeln drin sind und ich ja keine mehr hatte. Schwarzer Pfeffer und Zitronengras aus Thailand und Kreuzkümmel. So, ich bereite jetzt das Abendessen zu. Also normalerweise koche ich öfters einfach an einem Abend mehr, dass ich am nächsten Tag dann wieder davon habe. Das habe ich jetzt auch wieder so gemacht. Und zwar sind es einfach so Nudeln mit Tofu und Gemüse halt. Und die schmecken eigentlich ganz gut. Aber ich mache es meistens ein bisschen trocken. Deswegen mache ich noch so wie so ein Tzatziki dazu. Also halt so Gurke in so Naturjoghurt und dann mit Gewürzen so vermengen. Und mache das so oben drauf. Also das ist jetzt die fertige Portion. Das unten der Reis, dann da eben ein bisschen Salat, das Curry. Dann habe ich noch so einen Schuss Olivenöl drauf gemacht, weil ich die Zwiebeln normalerweise in Öl anbrate und die ja nicht drin sind. Und dann ist da noch so ein bisschen High-Protein-Soja-Joghurt drauf. Das hier ist jetzt auch fertig. Ich habe jetzt wie gesagt einfach ein bisschen Gurke mit Kräutern und ein paar Gewürzen so angemixt. Und dazu diese Nudeln. Da kommen jetzt noch so ein paar Erdnüsschen drauf. Dann wird es schon getauscht. So, ich probiere jetzt mal das Ganze hier. Ich finde es okay, aber es ist ein bisschen ungewürzt. Ungewürzt? Also es ist nicht so, du hast nicht so Salz oder so dran, oder? Ja, ich benutze nicht so viel Salz, weil es ungesund ist. Ja. Aber kann man machen. Also ich finde es jetzt nicht schlecht. Ich persönlich würde mir halt kein Joghurt dazu machen. Ja, ich finde es schon ganz gut. Also es ist ein bisschen ungewürzt für meinen Geschmack. Ich bin nicht so der Salz-Pfeffer-Würzer, aber ist trotzdem ganz geil. Ich bin jetzt fertig. Das hier packe ich mir jetzt ein für morgen. Ich mache das auch öfter so, dass wenn ich, also manchmal schaffe ich so eine Portion, je nachdem in welcher Phase vom Zyklus ich bin. Und manchmal auch nicht. Und dann packe ich mir meistens einfach die Reste ein für den nächsten Tag. Ich finde auch vor allem mit der Schärfe, das ist einfach ein bisschen viel dann. Nein, ich würde es nicht selber kochen. Ich fand's okay. Also ich fand Johannas Essen eigentlich ganz gut. Ich bin halt wirklich kein Fan von diesem Joghurt-Tipp. Du hast es aber auch so komisch vermengt. Ich mag aber auch keinen Joghurt zu Paprika. Das ist jetzt so ein Schokomousse mit so Blaubeeren und Passionsfrucht.
Karamellen sind noch ein bisschen gefroren. Ich wärme die meistens so ein bisschen in den Blumentopf. Sieht echt voll gut aus, die ist richtig dunkel. Ja. Mhm. Dann sind die so schön süß. Mhm. Das liebe ich. So, wir machen jetzt ein kleines Feedback von dem Tag. Also ich muss sagen, morgens und so vormittags war ich sehr voll. Dann so mittags ging's. Also fand ich fast ein bisschen wenig zum Mittagessen, weil es nicht so viel Volumen hatte und generell halt nicht so arg füllend war. Aber jetzt abends fand ich es auch sehr, sehr füllend. Also so viel würde ich abends, glaube ich, nicht essen, weil ich dann auch nicht so gut schlafen kann, wenn mir das alles so schwer im Magen liegt. Aber ich fand es auf jeden Fall cool und interessant mal. Also ein paar Sachen fand ich ein bisschen schwierig, gerade dass ich meinen Tee am Morgen nicht hatte und dass ich Kaffee statt Matcha trinken musste. Aber ich fand es eigentlich ganz gut. Ich muss aber sagen, ohne den Kuchen nachmittags, wäre ich nicht bis abends satt gewesen. Mhm. Also ich fand, dass das alles sehr viel Volumen hatte, aber jetzt nicht so extrem lange satt gemacht hat. Mhm. Und ich glaube, dass ich meinen Kalorienbedarf ohne den Kuchen definitiv nicht gedeckt hätte. Ja. Schon sehr. Aber mit Zell. Leicht Kalorienbedarf. Ja, es hat mir aber ganz gut geschmeckt. Johanna bekommt jetzt auch noch ein Glas Kokoswasser, weil es natürliches Botox ist. Ich trinke das voll selten, es schmeckt voll salzig. So, das war es dann auch schon wieder mit dem Video. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon essen würdet oder nicht essen würdet. Wenn euch das Video gefallen hat oder unterhalten hat oder so, dann gebt mir sehr gerne einen Daumen nach oben, wie immer. Und abonniert meinen Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann!